Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu Ringlife. Schön, dass ihr wieder da seid. Und wie ihr sehen könnt, im Hintergrund ist der Boxautomat. Also wisst ihr auch gleich, was Sache ist. Ja? Wo der Boxautomat ist, da sind wir nicht weit entfernt. Heute aber ein bisschen ein heikles Thema, denn der Jan hat mich herausgefordert. Aber ich habe gesagt, lasst das Ganze mal ein bisschen spannender machen. Ja? Lasst mal ein bisschen Würze in das Ganze reinbringen. Und wir wissen ja, da wo Geld im Spiel ist, wird alles ein bisschen interessanter. Also haben wir gesagt, wir wetten um bares Geld. 100 Euro ist die Wette. Ja, also wir legen beide Fuffi in die Kasse und der Sieger nimmt dann alles mit. Also einer von uns beiden geht gleich mit 100 Euro aus der Tasche wieder aus der Kirchweih und der andere muss dann ein bisschen rumlaufen, noch ein paar Pfandflaschen sammeln, damit er nicht zu viel Verlust gemacht hat. Ja, die Spielregeln sind folgendermaßen. Wir machen beide 10 Schläge, Freestyle. Jeder darf draufhauen, was er möchte. Kopfnuss kannst du auch machen von mir aus, mir egal. Und wir machen aber nicht der einzelne Highscore zählt, sondern wir zählen alle Schläge zusammen und die Punktzahl am Ende zählt. Tja, ich würde dann mal sagen, quatschen wir nicht lange. Keine Ahnung. 50.000 Likes. Der Kleine sagt 50.000 Likes auf dem Video, also macht mal 50.000 Likes, sonst ist er enttäuscht. Ja. Ah, linker Haken. Aber warte mal, wir müssen ja zusammenzählen. Also wie gesagt, wir müssen uns jetzt noch die Punkte notieren. Der Jan hat im ersten Schlag jetzt 856 gelandet. Das muss ich jetzt gleich überbieten. Aber ich mache so, er hat jetzt den linken Haken geschlagen, also schlage ich jetzt auch den linken Haken. Ja, machen wir mal einen lockeren Start. 870, also ich habe schon beim ersten Schlag auf jeden Fall 11 Punkte mehr. Du plus du ist 4, minus 1, that's 3, quick math. Oder 14 Punkte, ich weiß nicht mehr genau, wie viel er hatte. Aber wir steigern uns gleich langsam. Ja, wir fangen locker an und dann machen wir höher. Mehr drauf haben. 863. Der Automat will uns heute, glaube ich, ein bisschen testen. Was hast du gemacht? Rechten Haken? Ja, Mann, scheiße. Also ich lege auf jeden Fall vor. Kollege, ich glaube die Puffi kriege ich heute. Aber der rechte gerade, Rechte gerade. Oh, die könnte gewesen sein, ich habe schon sauber gehört. Kollege, eine harte Nummer. Boxautomat ist eine harte Nummer. Den kriegen wir schon nicht. Noch ein bisschen nach unten gefunden. 919. Der Rekord steht übrigens bei 980, also wenn wir so weitermachen, weiß ich nicht, ob einer von uns beiden den Rekord überhaupt, ne? 926 war bis jetzt das höchste. Fällt noch einige. Ich werde jetzt mal versuchen, nicht die saubere Boxtechnik zu schlagen, sondern die Automatentechnik. Es ist nämlich ein Unterschied zwischen der sauberen Boxausführung und der Ausführung, die du brauchst, um beim Automaten ordentlich zu punkten. Das war mein Daumending. Ja,
Aber hätte ich da jetzt ordentlich mit der, hätte ich da jetzt mit der Faust erwischt, anstatt mit meinem Daumen, hätte das sogar was werden können. Ah, ich brech mir hier gleich auf den Daumen. Wir kommen näher. Langsam werden wir warm. Jetzt habe ich aber Angst, mir die Hand zu brechen. Ich habe gerade richtig mit dem Daumen in der Hand. Das ist, wenn man versucht, auf diesen Automaten so drauf zu hauen, dann trifft man meistens irgendwie mit dem Daumen. Ich weiß nicht, das ist voll die Krankheit bei mir. Ein auf Baseball. Ich glaube, die richtige Richtung. Ja. Wollt ihr auch im Video dabei sein? Ja, klar, freilich, warte, aber ich muss noch was reinwerfen. Man ist aber auf YouTube drin, falls ich das nicht stört. Okay, wir haben noch einen Gast dabei. Wie heißt du? Stefano. Das ist Stefano, servus, Stefano. Schauen wir mal, ob der Kollege jetzt uns hier lächerlich macht oder nicht. Aber das könnte was gewesen sein, ja? Sauber. Wer ist jetzt von uns beiden dran? War ich oder du? Ja, ganz, ganz 55, okay. So, jetzt 970 muss auf jeden Fall rein. 970 geht auf jeden Fall. Fast hatte ich den. Was habe ich gerade gesagt? 970 ist auf jeden Fall drin. Oh, oh, 969, da ist er jetzt noch knapp dran gekommen. Aber man muss ja jetzt auch ehrlich sagen, Freunde, man muss ehrlich sagen, diese Boxautomaten messen natürlich nicht eure tatsächliche Schlagkraft. Ne? Das ist ja absoluter Quatsch. Und man muss hier auch ein bisschen unterscheiden zwischen der richtigen boxerischen Schlagtechnik und der Schlagtechnik, die du brauchst, um Automaten Punkte rauszuholen. Ne? Es ist natürlich, beim Boxen kannst du dich jetzt nicht vom Gegner stellen und hier meterweit ausholen und musst halt explosive Schläge bringen. Und die bringen halt aber irgendwie tatsächlich am Automaten gar nicht so viel, sondern hier musst du halt richtige Schwinge auspacken. Nochmal ein Tipp an alle Boxautomatenschläger. Ihr müsst wirklich versuchen, die Birne zu treffen und durchzuziehen. Ja? Nicht die Birne treffen und aufhören mit dem Schlag, sondern treffen und durchschlagen. Ja, jetzt ist der Saft alle, glaube ich. Mehr kommt da jetzt heute nicht mehr zustande, glaube ich. Kopf an Kopf rennen hier. Oh, der war schlecht. 963. Man merkt halt langsam so, die Arme werden jetzt ein bisschen powerless nach.
übrigens zwei neue Abonnenten gefunden. Komm, hau drauf! Komm, richtig! Hau richtig drauf! Erstmal gib nochmal den Puffi, weil ich habe gewonnen. Wir brauchen da gar nicht mehr groß nachzuzählen. Im Video werde ich mal die Punktzahl einblenden, ne? Aber der Puffi geht jetzt auf jeden Fall erstmal an mich. Ne? Danke für die Challenge. Können wir immer gerne wieder machen. Ne? Nächstes Mal machen wir mit 100 Euro. Dann auf jeden Fall. Technik, ja. Nächstes Mal machen wir mit 100 Euro. Und dann irgendwann, wenn YouTube Geld bringt, machen wir auch richtig Para hier 500 Euro Challenge. Freunde, das Cash ist alle. Ich habe meinen Profit gemacht. Ich gönne mir jetzt eine Packung Mandel, gebrannte Mandel. Der Kollege geht halt heute leer aus. Beim nächsten Mal hat er vielleicht mehr Glück. Was gibt's dazu zu sagen? Ja. Haut drauf wie ein Straßenschläger, dann gehen die Punkte auch auf jeden Fall höher. Haut drauf wie ein Boxer. Werden die Punkte, ja, du verlierst, die Punkte werden dann nicht so hoch sein. Ja, ich werde dann im Endeffekt, werde ich dann gleich mal schauen, dass ich die Punkte zusammenzähle und schaue, wer auch auf mehr Punkte gekommen ist. Aber ich glaube, ich sollte gewonnen haben. Ja. 50.000. Genau, komm mal her, Kleiner. Der Kleine sagt 50.000 Likes. 50.000 Likes, ja. Sieht man dich überhaupt auf dem Video? Keine Ahnung. 50.000 Likes. Der Kleine sagt 50.000 Likes auf dem Video, also macht mal 50.000 Likes, sonst ist er enttäuscht. Ja. Und ja, demnächst werde ich noch ein paar mehr Automaten-Videos raushauen. Dann immer ein bisschen mit einer anderen Challenge. Also wenn dich das interessiert, dann schau dir das auf jeden Fall an. Drück auf Abonnieren, drück auf Daumen hoch, kommentier, hinterlass einen Kommentar, was dein höchster Score war bis jetzt. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren, ja, nicht vergessen. Der Kleine sagt alles vor, was ich sagen soll. Er weiß Bescheid. Ja, und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.